Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Es hat den Creepmund gespeichert, schön. Wegen meinem Internet gestern. Beziehungsweise, ja doch gestern. Für mich gestern, für euch sogar auch. Nein, für euch doch, ja, so, ach egal. Genau, was machen wir? Wir machen mal einen Maggie-Run. Mit Maggie haben wir noch gar nichts gemacht. Ein Hard-Mode-Run mit Maggie. Und ich will so schnell wie möglich diese Runs gerade machen. Denn jetzt, wo ich neues Internet habe, es ist schon der nächste Tag, und das Internet funktioniert jetzt auch alles komplett gut und so. Und erstmal dazu noch. Es wurde halt gesagt, bis 21 Uhr spätestens ist das Internet da. Beziehungsweise freigeschalten und konfiguriert und dies, das, wir können es nutzen. Hat bis 21:30, also bis 21.30 Uhr, immer noch nicht funktioniert. Also habe ich nochmal da angerufen beim Kundenservice. Und dann hat er gesagt, ja komm, drück mal den Reset-Knopf hinten. Und dann lass ihn nochmal hochfahren. Dann ziehe ich da ein Update rüber und so. Dann updatet der und dann hat er es halt auch gemacht. Und dann sagt er, ja, warten Sie mal kurz eben. Ich also gewartet. Er halt währenddessen Warteschlangenmusik eingefügt. Oh, scheiße. Da habe ich einen Hit kassiert. Warteschlangenmusik eingefügt. Erstmal, die Warteschlangenmusik von Telekom ist ja echt geil, ne? Also, ich muss sagen, ich finde die echt cool. Hat schon Style. Und ich dann eine Viertelstunde oder so gewartet. Und dann hat der Typ einfach eiskalt aufgelegt. Ohne irgendwas zu sagen. Einfach auf einmal plupp aufgelegt. Voll behindert. Also, immerhin hat unser Internet dann funktioniert, also sowas nicht. Aber es war halt übel dumm. Übel unnötig. Scheiße, das war dumm, Maggie ist so langsam. Oh Gott. Ja. Und somit, ja, hatte ich eine schöne Konversation, nicht, mit einem Telekom-Menschen, der dann einfach aufgelegt hat und mich vorher noch eine Viertelstunde hat warten lassen. Eine fucking Viertelstunde dafür, dass ich dann am Ende nichts bekomme. Also, dafür, dass er am Ende einfach auflegt, halt. Ich weiß nicht. Naja, mein Internet funktioniert. Download, Upload-Rate jetzt. Moment, ich muss mal kurz rechnen. Ich glaube, wir haben das 18-fache. Ne, eine 16-mal schnellere Download-Rate. Also von 3000 auf 50.000. Und unser Upload ist 10-mal so schnell. Heißt von 1000 auf 10.000. Das Geile ist halt. Oh, geil, ein blaues Herzchen. Das ist geil. Und ein Ball of Bandages. Das Geile ist halt, ich kann jetzt mit diesem Internet endlich Livestreams machen, also richtig gut Livestreams machen, weil ich gute Qualität haben kann und das, ja, okay. Gibt uns zwischendurch mal Pillen, soweit ich das noch weiß. Meine Qualität bei den Livestreams um einiges hochschrauben, um einiges öfter Livestreamen. Und vor allem League of Legends Livestream. Das ist das Spiel, was ich seit Ewigkeiten Livestream will. Aber es ging halt immer nicht, weil Internet zu schlecht und so. Aber jetzt geht's endlich. Und gestern, also für euch gestern, für mich heute, kam auch schon der erste Livestream. Ich will nämlich heute, also für mich heute, schön streamen. Habe ich richtig Lust drauf. Ich muss jetzt halt nur noch die Parts aufnehmen, also von jedem Projekt halt. 60 Seconds, Isaac und da ist ein blaues Steinchen. Kann ich? Ich kann beides treffen. Hier so. Ja, nice. Toll, zwei Bomben. Ja, gut. Ja, Isaac, 60 Seconds und Tomb Raider. Und danach wird sich instant ans Streamen gemacht. Und das Geile ist halt, ich kann, während ich ein Video hochlade, wobei ich dann, also mit der alten Leitung hatte ich dann einen Ping von, boah, lass mich lügen, 600 oder so? 600, 700? Ich hab so nicht gezockt. Ich hab nur halt mal getestet, wie hoch mein Ping dann wäre. Und das ist schön. Und das ist nicht so schön. Und jetzt kann ich halt, während ich ein Video hochlade, was übrigens nur eine Viertelstunde dauert und keine 3 Stunden mehr, League of Legends zocken. Das ist so geil. Das ist so fucking geil. Oh, ich bin so, oh, glücklich. Einfach glücklich. Das nehmen wir alles mit. Ich spiele aber vorher noch an ihm hier. Komm. Vielleicht hätte ich vorher Gimpy mitnehmen sollen, weil der kann uns ja. Oh, The Lovers. Das ist gut.
Komm, drop uns ein cooles... Ja, eine Spritze, das ist okay. Das nehme ich gerne mit. Spritzen sind immer schön. Wir hatten den Itemraum, wir hatten sogar den Shop. Also gehen wir weiter. Na, er hätte das, die roten Herzchen aufsammeln können, also Duckbum. Aber egal. Was wollte ich sagen? Ups. Ich krieg Damage. Full Health. Schön. Das mache ich natürlich. Zack. Creepy Bombs. Ja, ist okay. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Ja, also mein Internet ist super. Ich bin glücklich. Einfach nur glücklich, was mein Internet angeht. Endlich, ey. Ich battle seit anderthalb Jahren, glaube ich, ein besseres Internet, aber es war halt kein besseres verfügbar. Bei Telekom. Und anders hätten wir halt Kabel verlegen lassen müssen und das hätte halt einiges an Geld gekostet und... Das wollte halt mein Steve-Dad nicht bezahlen. Wir haben ja im letzten Part Lackmünzen, Lackabmünzen freigeschalten, wie ihr gerade gesehen habt. Wir hatten Lackabmünzen. Alter, ich sollte da nicht mit dem Nahkampf reingehen. Die Gegner ja, in die anderen nicht. Zack. Ja, ein Steven, Damage up. Schön. Das war eine Fake-Kiste, aber egal. Den Schaden kassiere ich gerne dann. Das machen wir mal. Er wird nochmal die Devil hier Chance. Ja. Und wie gesagt, jetzt täglich. Ich versuche jedenfalls täglich, manchmal halt vielleicht nicht. Livestreams, League of Legends. Also für die Leute, die League of Legends interessiert sind. Es kommen zwischendurch natürlich auch nochmal andere Spiele. Aber halt hauptsächlich will ich League of Legends streamen. Einfach weil ich die Möglichkeit habe und so gerne League of Legends spiele. Und gerne auch viel League of Legends spiele. Oh Mann, ich krieg zu viel Schaden, weil ich zu viel im Nahkampf kämpfen will. Relax. Nein, X-Lax. Okay. Die Leiter. Wir können nicht fliegen. Also ich nehme die Leiter mal gerne mit. Oh Gott, oh Gott. Ich krieg zu viel Schaden. Eindeutig. Eindeutig. Okay, zack. Runter. Da war eine Pille. Unser Begleiter ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, der die ganze Zeit die Pillen droppt. Das könnten... Nein! Dein Ernst! Okay. Okay. Zack. Zack, zack. Hiemet, Temesis, hier, schnapp dir mal die ganzen blauen Herzchen. Brody. Nein, keine Spinne. Blaues Herzchen, nice. Habe ich den blauen Herzchen gesagt? Also, dass ich die roten schnappen und mir blaue geben, so. Was ist das? Retrovision, oh nee. Okay. Ja genau, sprengt mir mal die Pilze auf. Das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Scheiße. Okay, komm, noch mehr. Ja, noch ein schwarzes Herzchen. Oh, geil. Zack. Ich muss oben lang. Nice. Hier ist der Boss, schön. Wir wurden sogar hingeportet zum Boss. Okay. Trollbombe. Schön. Hellstone, nein! Hey, dich können wir Bomben füttern, ne? Dich können wir Bomben füttern. Ja, wenn du da unten spawnst, Mann. Ich krieg zu viel Schaden, ne? Spawn doch nicht hier unten. Zwei Trollbomben. Okay, da oben sollst du spawnen, genau. Hä? Können wir dich nicht mit Bomben füttern? Ja, können wir, so. Und der Ball of Bandages regelt. Schöne Sache. Na, B-Upgrade nehmen wir mit. Wir bekommen den Devil Deal mit Krampus. Okay, er schießt gerade. Dann sollte er als nächstes, glaube ich, schräg schießen. Nein, auch gerade. Und dreht sich. Dein Ernst. Jetzt aber schräg. Gerade, was? Wie sieht man denn, ob er gerade oder schräg schießt? Ich habe keine Ahnung. Kohle nehmen wir gerne mit. Amnesia ist okay. Wir hatten den Itemraum, ne? Wir hatten den Itemraum nicht, oder? Shit. Ich habe den Itemraum vergessen. Egal. Hier spenden wir ein bisschen. Nehmen uns nochmal ein bisschen Damage. Zack. Und die Portable Bloodbank nehme ich lieber mit. Damit wir unsere roten Herzen immer verschwinden lassen können. So. Ich will den Boss-Rush auch gerne schaffen, aber wir haben halt... Oh, Maggie ist so langsam. So langsam. Komm, nimm das hier mit. Nimm mit. Nice. Nice. Okay, wir haben keine Lebensprobleme, Leute. Nie.
Wenn man Dark Bum hat, hat man keine Lebenprobleme. Nein. Einfach nein. Und es wäre sehr geil, wenn wir jetzt wieder den Devil Deal bekommen würden, so. Irgendwie ein Goathead finden oder so, das wäre schön. Das wäre echt schön. Aber wir gehen heute, glaube ich, nicht Satan machen. Wo könnten wir eigentlich machen, ne? Nee, machen wir nicht. Ein Drowsy nehme ich mit. Wieso setze ich es ein? Das war, weiß ich nicht. Das war unüberlegt. Ich krieg viel zu viel Damage. Aber es ist egal, denn wir haben Dark Bum. Ach ja, herrlich. Einfach herrlich. Blaues Herzchen, seht ihr? Sag ja, keine Lebenprobleme. Definitiv nicht. Wir bräuchten aber ein bisschen Damage, Alter. Unsere Fire Rate ist ganz okay. Wir brauchen halt nur übel Damage. Das wäre echt nett. Das wäre echt nett. Noch eine Pille, die wir noch nicht hatten. Explosive Diarrhea? Wieso haben wir gerade Schaden verursacht im ganzen Raum? Ach, Creepy Bombs. Stimmt. Oh, ich schaffe es nie in diesem Raum hier auszuweichen. Nie. Ich werde hier immer einmal getroffen in dem Raum. Das ist unglaublich. Eine rote Kiste, komm. Eine Trollbombe. Ja, explodieren wir da. Schön, danke. I'm excited. Das machen wir auch. Wir haben nicht genug Bomben. Upsi. Hallo Trollbombe, da können wir auch... Doch, da können wir jetzt rein, ne? Hier können wir jetzt rein, schön. Drei rote Kisten muss ich einfach öffnen. Ja, klar, komm halt direkt zu mir. Bisschen mit dem Ball of Bandages kämpfen. Und wir haben auch noch Gimpy, das heißt, wenn wir Schaden kriegen, haben wir eine Wahrscheinlichkeit, blaue Herzchen zu, gedroppt zu bekommen. Das ist halt... Ach komm, das ist ein GG. Das ist ein guter Run, das ist ein... Okay, vielleicht nicht, wenn ich jetzt so dumm bin. Sollte bei Chubby nicht in Nahkampf gehen. Nein, sollte ich einfach nicht. Wie viele verschiedene Pillen kriegen wir hier denn? Da würde ich gern hin. Sammeln wir mal auf, Dark Bum. Genau, ich brauche eine Bombe. Okay. Gut, dass wir eine echt okay Range haben. Kannst du da hinten hin, Dark Bum? Kommst du da hin? Nein, kannst du nicht. Scheiße, Mann. Das war richtig dumm, aber wir haben das blaue Herz hier wieder bekommen. Also sterben würde ich jetzt ungern. Ich spiele nämlich eigentlich eher ungern mit Maggie, weil sie so langsam ist. Die ist einfach so übel langsam. Okay. Dich machen wir auch, genau. Zack, zack. I'm excited wollen wir nicht einsetzen. Nein, das war schneller. Die Gegner im Raum, obwohl hier können wir es einsetzen. Zack. Blaues Herzchen. Wir haben immer noch... Doch, nee, haben wir nicht. Den Itemraum haben wir noch nicht gefunden. Den Itemraum haben wir noch nicht gefunden. Okay, haben wir. Und das haben wir auch. Da ist eine Magician-Karte, glaube ich. Das ist Magician oder Hermit. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Zack. Zack, zack, zack. Genau. Okay, sehr gut. Strohhalm. Ich habe keine Ahnung, was der macht, aber ich glaube, ich nehme ihn mal mit. More Blood. Health down. Nee, das nehmen wir nicht mit. Das können wir bei Satan einsetzen. Also im Devil Deal. Das ist ein Steam Sale. Ja, ist schön. Und zwar wird eine Health Down Pille zu einer Health Up Pille, wenn man nur noch ein Herzchen hat. Oder gar kein Herzchen. Was ziemlich cool ist eigentlich. 48 Hour Energy. Was macht das hier jetzt? Zieht uns das ein rotes Herzchen ab oder was ist das? Oder gibt uns das noch ein rotes Herzchen? Ich weiß nicht, was das Item macht. Ah! Ist das so gewollt? Dass wir dadurch ein rotes Herzchen bekommen und keins abgezogen bekommen? Ich weiß es nicht. Also ich mach's einfach. Es ist ein nettes Item. Würde ich jetzt mal meinen. Komm, Devil Deal. Komm, gib mir einen Devil Deal. Nein, aber wir haben die Puppe, die uns sogar drei Herzchen gibt. Schön. Und also kein rotes Herzchen dabei. Das ist sehr schön. Wir hatten Greed im... verdammt, wir sind... Oh, wir haben noch 7 Minuten für 2 Ebenen. Wir müssen uns beeilen. Am besten. So ein bisschen. Stars infested. Ich nehme die Health Down Pille mit. Ist, glaube ich, auf jeden Fall besser. Okay. Das ist nochmal infested.
Das war Explosive Diarrhea, okay. Oh, gut, dass ich hier einen Ball of Bandages habe. Anders würde ich diese Gegner definitiv nicht besiegen wollen gerade. Wir haben ja keine Piercing Shots, so wie im Greed Mode Run. Was haben wir hier? Oh, Steinkisten. Ja, ich muss es machen. Hier kann ein Cricket's Head drin sein oder ein Goat Head. Ich muss es einfach machen. Kriegen wir noch ein blaues Herzchen. Okay, scheiße, das war dumm getroffen. Zack, schön. Noch eine Amnesia-Pille, achso. Ich dachte, das ist nur eine Health-Down-Pille. Aber okay. Oh Gott, oh Gott. Okay. Konzentration, au. Scheiße, ich weiß gar nicht, wie viel Leben ich habe. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Nicht zu viel Schaden kriegen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Leben wir haben. Okay, da ist eine Rune. Oh, schön. Das war dumm. Jera! Oh, wir müssen Jera mitnehmen, Leute. Wir müssen einfach Jera mitnehmen. Damit können wir irgendwas Cooles duplizieren. Irgendwas Cooles. Die Map nehme ich gerne mit. Wir haben ja ein Steam Sale, stimmt. Oh, Joker. Okay, ich glaube, wir duplizieren Joker mal eben. Setzen Joker hier jetzt auch einmal ein. Nehmen Brimstone mit. Dem ich hier ein bisschen an ihm gespielt habe. Wir haben ja noch ein schwarzes Herz hier, glaube ich. Komm, einmal. Zack, mitnehmen. Okay. Temperance. Sprengen. Sprengen. Sehr gut. Dark Bomb, heb mal auf. Sehr gut, gib uns ein blaues Herz hin, genau. Rausgehen. Den Smelter nehmen wir auch mit. Anstatt unserem jetzigen Item. Damit können wir nämlich... Und das bringt uns einfach gar nichts. Warum nehme ich das mit? Ich muss mich beeilen, ne? Okay, more options. Super. Das. Sowas habe ich gerade erwartet. Wir haben Brimstone. Schon wieder, Alter. Wir bekommen ziemlich häufig Brimstone, ne? Ja, der Smelter kann das Trinket jetzt einsaugen. Und somit haben wir jetzt ein Trinket. Also den Effekt für immer. Auf ewig. Auf ewig. Und wir können gleich eine Health-Up-Pille, Health-Down-Pille einmal einsetzen. Little Monstro. Oh, wie cool. Das Item kenne ich noch gar nicht. Oh, wie süß. Ich meine, oh, wie geil. Männlich. Okay, das ist die Health-Up-Pille jetzt, genau. Eine Health-Down-Pille wurde zu Health-Up-Pille. Das heißt, wir haben wieder ein rotes Herzchen, um wieder im Devil Deal irgendwas zu holen. Das Amnesia brauche ich jetzt nicht. Unbedingt, würde ich jetzt mal meinen. Ein weißes Herzchen nehme ich mit. Ist okay. Würde ich jetzt mal sagen. Oh nee, ey. Okay. Haben wir. Easy. Ich nehme sie mit. Komm. Luck down und alles andere wurde erhöht. Oh, nice. Oh, nice. Das war eine... Ja, doch. War nett. War nett. Da will ich noch schnell rein. Wir haben noch 3 Minuten, Leute. Ich muss mich beeilen. Aber wir haben die Map unter dem... Ups. Unter dem dreckigen Schwarzmarkt ist doch... Genau, da... Da. Okay. Hier ist ein Zacki-Zacki-Raum. Will ich da rein? Ich will da rein. Das hat nichts gebracht. Wir haben kein Trinket, was wir smelten können. Okay. Da ist ein blaues Herzchen. Ach, scheiß auf das blaue Herzchen da. Dafür renne ich jetzt nicht zurück. Es müssen Sachen auch mal zurückgelassen werden. Okay, zack, zack. Schöne Sache. Ich gucke gerade, ob hier der Geheimraum ist. Also der Boss ist hier definitiv nicht, aber der Geheimraum könnte halt hier, der Itemraum könnte halt hier sein. Ist er aber nicht. Okay. Zack, okay, nice. So, in den Kampfraum. Gucken wir mal. Nein, machen wir nicht. Oh Gott, nicht mehr viel Zeit. Nicht mehr viel Zeit. Der Boss dürfte unten... Oh, Kacke. Nee, oben sein eigentlich. Ich guck mal hier lang. In der Hoffnung, dass hier
Hier unten ist der Boss, oder? Ist hier unten der Boss oder der Geheimraum? Komm schon. Der Boss, okay, scheiße. Itemraum eigentlich, nicht Geheimraum. Mann, ist hier? Nehmen wir gleich mit. Body out, hours energy. Okay. Rent till the end. Blaues Herzchen, zack, das ist infested. Okay, da ist der Itemraum. Okay. Bringt uns eigentlich gar nichts. Warum nehme ich das mit? Okay, es gibt uns Tiers ab. Wusste ich natürlich. In den Shop müssen wir nicht reingehen, denn wir haben eh kein Geld. Und wir haben nur ein Steam Sale und nicht fünf. Also zwei. Okay, alles klar. Das Geld können wir uns sogar holen. Okay. Die Joker-Karte wieder mitnehmen, genau. Wir könnten in den Shop, aber nein, das... Ach man, komm. Können wir nicht machen. Ich will den Boss-Rush machen. Mann, wir haben Brimstone. Wir müssen den Boss-Rush einfach machen. Okay, wir haben das Negativ. Genau, stimmt. Erstmal hier reingucken. Und wir nehmen das mit. Ist ein schönes Item. Das gibt uns, glaube ich, nur Doppeldrops, ne? Wenn es das war. Ich verwechsel das Item gerne mit einem anderen Item. Was ist da unten links macht, weiß ich nicht. Geil. Wir haben wieder Brimstone mit Monstrous Lunge, Leute. Wir haben wieder Brimstone mit Monstrous Lunge, Alter. Déjà vu, das zweite Mal jetzt, ey. Eieiei. Okay. Oh, ich mag diese Combo. Das ist halt so cool. Aua. Friends till the end. Wir könnten uns halt wieder rausporten. Mit Joker. Aber will ich das? Nein. Natürlich nicht. Also falls es mal kritisch werden sollte, was ich nicht glaube, denn wir haben Dark Bum und Gimpy. Und einfach mal Monstrous Lunge mit Brimstone. Erneut. Dann, oh, schön. Und eine Hämatemesis. Hämatemesis. Oder so. Full Health Pille, yeah. Genau das brauchen wir. Unsere ganzen schwarzen Herzchen müssen aufgefüllt werden. Oh Gott, Bloat. Der ist scheiße. Okay, haben wir. Ist noch ein schwarzes Herzchen. Komm, gönn dir Dark Bum. Gönn dir Dark Bum. Blaues Herzchen meine ich. Rotes Herzchen meine ich. Meine Güte, was ist denn das? Hä? Hä? Ach, ist das eine rote Spur? Oh, ups. Bam! 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 Wir müssen halt eigentlich auf Range kämpfen. Weil wir Kohle haben. Eieiei, der war schnell tot. Okay, der ist auch tot. Der ist auch tot. Alles ist tot. So schnell. What? What? Ich mag Brimstone. Und erst recht mit Monstrous Lunge als Combo. Herrlich. Schöne Sache. Das ist doch mal ein schöner Boss-Rush, oder? Meint ihr nicht auch? Und wir haben Maggie's Bau freigeschaltet. Maggie's Bau, Bau. Oder so. Wir nehmen das hier mit. The Mulligan. Ich glaube, wenn wir getroffen werden. Ich glaube, dann spawnt irgendwas. Ist der Boss jetzt... Oh Gott, ich weiß nicht, ob der Boss oben links ist oder oben rechts ist oder unten rechts. Unten rechts. Nee, er dürfte unten sein, ne? Ja, er ist unten. Er ist unten. Putsch. 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 Wir könnten sogar versuchen, Hasch zu machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der könnte natürlich auch... Der Boss könnte auch hier sein, ne? Nee, ist er nicht. Okay. Scheiß auf die Schlüssel. Wir haben genug Schlüssel. Okay. Hä?
Ich hab nicht gemerkt, von was ich getroffen wurde, aber okay. Wow, ist das easy. Ja, also, ich meine, oh mein Gott, ist das schwer gewesen. Setzen wir hier Joker ein? Wieso haben wir keine Devil-Deal-Chance? Achso, die hat sich gerade wieder auf Null gesetzt, glaube ich, ne? Wir nehmen die Spritze mit. Unsere letzte Spritze, dadurch haben wir ein Damage ab. Wir nehmen Health ab. Brauchen jetzt aber ein rotes Herzchen. Hier ist ein halbes, das Dark Bum aufsammelt und da ist ein halbes. Gut, wir haben super schönes Speed mittlerweile. Wir setzen Joker ein und haben ein Guppy-Item. Und das ist auch ein schönes Item. Oh mein Gott. Nice. So, wieder 67% Devil-Deal-Chance. Oh, goldene Schlüssel, geil. Und Geld. Wow, Geld. Geld ist sehr wichtig. Glaube ich. Nein, eigentlich nicht. So, hier rein. Das hat uns einfach nichts gebracht. I'm excited. Face up. Bringt uns nichts. Wir nehmen es mit. Komm, wir smelten es. Wofür haben wir den Smelter? Ich sollte Dark Bum rote Herzchen aufheben lassen. Hier, Dark Bum, hol mal. Eine Spinne, danke. Okay. Oh Gott! Wuhu! Okay. Oh Gott, das ist ein ätzender Raum. Dark Bum. Dark Bum, da sind... Genau. Gib mir blaue Herzchen, das finde ich sehr schön von dir. Wuhu! Ich habe nicht gemerkt, dass das eine Laserspinne ist. Aber okay. Okay. Jetzt kriege ich blaue Herzchen. Komm. Eins nur. Dein Ernst. Aber wir könnten Devil Deal mitnehmen, wenn wir einen bekommen. Das ist immerhin schon mal etwas. Sind wir Guppy? Nee, ne? Nee, wir haben nur Guppys Collar aufgesammelt, glaube ich. Ich glaube schon. Wir haben keinen Devil Deal. Was? Wir haben Pokémania Achievement. Und wir machen Hasch. Wir machen Arsch, Leute. Wenn wir schon mit Maggie was abschließen, dann schließen wir auch richtig was ab. Wenn das Cute Baby It Lives freigeschalten. Schön. Darkness Falls. Suicide King. Family Man. Blue Bomber. Pokémans. Pokémans. Yeah. Und wir sind bei Arsch, Leute. Arsch habt ihr noch gar nicht gesehen, ne? Nehme ich Bob Spray mit? Ich glaube nicht. Vielleicht nach Arsch. Vielleicht nach Arsch, aber jetzt nicht bei Arsch. Definitiv nicht beherrscht. Ja, wir haben hier zwei Itemräume jetzt. Einmal. Und wir nehmen Nägel mit. Die geben, glaube ich, ein Damage ab. Ja, das ist schön nett. Damage ist immer schön. Zack. Hier unter kann oftmals der Schwarzmarkt sein. Wir haben einen Shop nochmal, genau. Mit einem blauen Herzchen. Das ist super. Was haben wir hier? Joker? Turfklaps. Nehme ich mit. Bombe nehmen wir nochmal mit. Spreng das. Nehmen die Blue Map. Spenden unser restliches Geld. Lalala. Lala. Wow. Wie viel können wir denn spenden? What? Komm schon. Wir kommen sogar nur auf 299 und nicht auf 300. Was ist gemein. Okay, und hiervon nehmen wir... Charming Tears? Nee, wir nehmen das hier mit. Spider Revenge. Okay, zack. 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 Und eine Bombe haben wir noch. Die setzen wir hier ein. So, okay, jetzt sind wir bei Hasch, Leute. Erstmal bekämpfen wir den Mini-Hasch hier. Also diesen... Ich weiß nicht, soll das Blue Baby eigentlich sein oder nicht? Weil eigentlich hat es die gleichen Moves wie Blue Baby, ne? Aber Hasch soll gar nicht so gut sein. Also manche Leute sagen, Hasch soll gar nicht so gut sein mit Brimstone. Habe ich bisher noch nichts von gemerkt und das ist Hasch. Also ich finde, wir machen Damage. Na gut, wir haben Brimstone Monstros Lunge. Also von daher, wir müssen halt nur aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Habe ich nämlich keine Lust drauf. Vor allem nicht dann irgendwie mit Guppys Collar wiederbelebt werden oder so. Sind wir Guppy?
Warum haben wir so viele Spinnen? Nee, wir sind nicht Guppy. Aber wir haben so viele Fliegen, meine ich. Habe ich irgendein Item aufgehoben, was uns so viele Fliegen gibt? Ich habe keine Ahnung. Und wir droppen noch blaue, rote Herzchen. Lol. Stimmt, wenn wir Gegner besiegen, können ja rote Herzchen droppen durch Gimpy. Och, geil. Okay, wir haben, glaube ich, keine Probleme bei Hasch. Immer schön auf Abstand kämpfen, weil wir haben ja Kohle. Je weiter die Tränen fliegen. Oh, das ist ein gemeiner Angriff. Okay, hier bin ich safe. Einfach in der... Oh Gott. Ja, ich bin hier safe. Ich bin hier safe, glaube ich. Ja, aber Haarstiften packen. Haarstiften packen. Oh Gott. Oh Gott. Da hat mich gerade der Ball of Bandages gerettet. Ich hab das was. Wie habe ich da kein Damage bekommen? Dieses was klang gerade einfach so unglaubwürdig. What the fuck? Aber okay. Okay. Wo ist er? Ach, jetzt kommt er wieder angesprintet hier, angeschlichen. Okay, kein Damage kriegen. Nice. Oh Gott, das ist ein gemeiner Angriff. Wollen wir, ich da immer getroffen werde irgendwie. Egal wie schnell ich bin. Ich renne einfach dumm rein. Aber wir haben Hasch geschafft, Leute. Und... Ja. New Area freigeschalten. Okay, was? Also das Achievement. Gerade. Wir haben eine neue... Area. Five Nights at Marmerungschaft. Warum? Okay. Nein, wieso? Oh, wir haben Purity. Das ist ein schönes Item. The Void haben wir jetzt unlocked. Super Special Rocks has appeared in the basement. Okay. Ich guck mal eben nach. Letzte Errungenschaften, die wir bekommen haben. Und das Grollen. Da, Unlock Super Special Rocks. Ja, was bringen die? Hä? Ich weiß nicht, was sie bringt. Aber gut. Schöner Run, Leute. Wir haben Purity. Das ist ein super schönes Item. Wir haben It Lives freigeschalten. Das ist jetzt, anstatt Marms Herz, ist jetzt It Lives. Dann haben wir The Void freigeschalten. Eieiei, da habe ich so keinen Bock drauf. Das werden wir erst... machen, wenn wir ein paar mehr Items haben, wo wir durch stärker werden können. Und wir haben Hasch gemacht. Schön. Gut, das war ein schöner Run, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.